Die Wissenschaft kämpft damit, jemanden totzuschweigen, zu ignorieren, nicht zu zitieren, nicht einzuladen, zu Tagungen. Das ist ein Phänomen, das kenne ich bis heute. Aber auch die Würdigung verschiedener Perspektiven, die Würdigung verschiedener Zugangsweisen zur Wirklichkeit, das alles, was ja eigentlich für Wissenschaft steht, sah ich beschädigt in diesen letzten Jahren. Der Standard-Basics der Evaluation neuer Methoden und Impfstoffentwicklung ist halt eine Methode, wo die vielleicht biochemisch und auf der biologischen Ebene neue Moleküle entwickelt haben, aber die Evaluation, das zu erproben und auf potenzielle Nebenwirkungen zu überprüfen, das haben sie sträflich vernachlässigt. Wissenschaftliche Fachkompetenz von ein paar ganz, ganz wenigen Leuten, denen man nie widersprochen hat. Die haben sich da einfach durchgesetzt, waren in den politischen und sonst was Gremien des Robert-Koch-Instituts und sonst wo drin, des Gesundheitsministeriums. Und das würde, wenn es schon so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, unbedingt wirklich systematisch und breit aufgearbeitet werden müssen. Hier muss man einfach nur die Standards der Wissenschaft ernst nehmen. Und wenn man Ja. das tut, dann waren wir weit weg von dem, was wir als wissenschaftliche intellektuelle Redlichkeit verstehen Ja. würden. Und diese Vokabulare da von gut und schlecht und Schwurbler und Querdenker und was es sonst noch gab, Verschwörungstheoretiker, das diente eindeutig der Ausgrenzung von Meinungen. Dass die Medizin tatsächlich die letzten Jahre Komplexitätsreduktion betrieben hat in hohem Maße. Oder die Komplexitätswissenschaft liefert ein Paradigma für die Wissenschaft, und zwar ein trans- und interdisziplinäres Paradigma, wo unterschiedliche Aspekte, und auch das war ja schon Thema, die meisten unserer gesellschaftlichen Probleme sind nur komplett trans- und interdisziplinär allein zu verstehen, erst recht zu lösen oder weiterzuentwickeln. Kurse pflegen, dass wir Offenheit bewahren und dass wir Menschen einladen zum Austausch, dass wir genau das nicht tun, was wir die letzten Jahre doch sehr intensiv beobachten können, nämlich moralisieren, ausgrenzen, Menschen beschneiden, Menschen tatsächlich auch aus dem sozialen Gefüge ausstoßen, weil sie vielleicht eine andere Meinung vertreten. Genau das schadet dieser Strukturgebung einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft. Ich begrüße alle Neuro-Fans zu unserer neuesten Ausgabe unserer Serie Wissenschaft aus Leidenschaft. Heute darf ich Professor Günther Schiepeck begrüßen. Für mich ein besonderer Moment. Ich werde gleich verraten, weshalb das so ist. Zunächst würde ich gerne meinen Gesprächspartner kurz vorstellen. Günther Schiepeck leitet seit 2009 das Institut für Synergetik und Psychotherapieforschung an der PMU Salzburg. Er ist dort Professor, wie auch an der LMU München und bekleidet weitere Gastprofessuren, zum Beispiel in Klagenfurt und Krems. Günther Schiepeck ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Künste, der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Er ist Ehrenmitglied der Systemischen Gesellschaft Deutschland und er ist Mitbegründer des Center of Complex Systems. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher nationaler und internationaler Publikationen, darunter auch von Werken, die in ihrer jeweiligen Disziplin heute als Standardwerke angesehen werden, so zum Beispiel die Synergetik in der Psychologie oder die Neurobiologie der Psychotherapie, das wahrlich als Standardwerk angesehen werden darf heute. Günther Schiepeck ist jemand, der diesen Titel unserer Serie Wissenschaft
aus Leidenschaft verkörpert wie nur wenige. Denn die Themen, für die er sich entschieden hat, die seine Leidenschaft geweckt haben, diese Themen, die verfolgt er schon seit den 80er Jahren. Wir reden über die Komplexitätsforschung, wir reden über Systemtheorien, hier vor allem die Synergetik, wir reden über Theorien der Selbstorganisation, wir reden über nichtlineare Prozesse in Psychologie, Psychotherapie und in den Neurowissenschaften. Wenn wir heute diese Themen hören oder von Ihnen hören, dann gehen sie uns heute leichter von den Lippen. Aber in den 80er Jahren waren diese Themen mitnichten in der akademischen Welt oder akademischen Psychologie und Medizin so populär wie heute. Es waren wahrscheinlich keine so ganz einfachen Zeiten in der akademischen Welt, sich mit diesen Themen zu etablieren. Und so war Günter Schiebeck hier ein Wegbereiter, speziell in der Psychologie, in der Psychotherapie, aber auch in angrenzenden Gebieten der Medizin und Neurowissenschaft. Aus diesen Arbeiten erwuchsen dann seine Konzepte zur Psychotherapieforschung. Und hier hat er wahrlich Meilensteine gelegt. Das heißt, aus einer, ich nenne es mal provokant, einfachen Prä-Post-Messung etablierte er eine innovative und auch sehr anspruchsvolle Prozessforschung oder Prozess-Outcome-Forschung. Hier ist er sicherlich im nicht nur deutschen Sprachraum, sondern auch international einer der führenden Forscher unserer Zeit. Hier sei mir erlaubt, einige persönliche Worte mit einzuflechten, denn Professor Günter Schiebeck war mein Doktorvater in der Medizinwissenschaft und er war und ist einer meiner wichtigsten Lehrer. Von daher ist es mir eine wirklich unbändige Freude, Günter, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Sei mir herzlich willkommen. Ja, danke, lieber Damir. Herzlichen Dank für diese freundlichen Einführungsworte. Ich bin ganz gerührt. Das ist wirklich super schön. Danke und danke für die Einladung zu deiner Sendung, zu diesem Interview Wissenschaft aus Leidenschaft. Bin ich gerne gekommen. Herzlichen Dank. Wundervoll. Ich danke es ganz auf meiner Seite, Günther. Ich habe gerade gesagt, dass in den 80er Jahren diese Konzepte, die du seit nun wahrlich 40 Jahren verfolgst, damals noch nicht so on vogue waren. Wie ist es eigentlich heute? Ist die Komplexitätsforschung, sind die Systemtheorien heute im Mainstream der Psychologie und Medizin angekommen? Wie würdest du das beurteilen? Also es hat sich weiter verbreitet, zweifellos. Es interessieren sich mehr Menschen in der Grundlagenforschung, vor allen Dingen in der psychologischen Methodik auch dafür. Da kursierten so Begriffe wie Complexity Science unter der Überschrift firmieren, die von dir schon angesprochene Synergetik, die Lehre und Wissenschaft selbst organisierender Systeme, Chaostheorie und Weiterentwicklungen. Und der systemische Ansatz ist in der Praxis natürlich auch angekommen, inzwischen wissenschaftlich und sozialrechtlich anerkannt. Aber das ist noch immer nicht der Mainstream in der Wissenschaft. Ich denke, dass eher linear-interventionistische Vorgehensweisen, die zu den jeweiligen Diagnosen, die ja immer mehr werden, aus unterschiedlichen Gründen entsprechende Behandlungsprogramme entwickeln, diesen zuordnen und dann mit randomisierten, kontrollierten Trials evaluieren, das würde ich sagen, ist nach wie vor Mainstream. Okay. Obwohl es schon wächst und gedeiht und allein wir haben bestimmte Netzwerke rund um unser synergetisches Prozessmonitoring. Das ist insofern sehr schön, auch wissenschaftlich, weil wir in der
Psychotherapieforschung so das Credo einer Practice-Based Research haben, nicht im Elfenbeinturm, sondern praxisnah, aus der Praxis, für die Praxis, das kann man damit wunderbar machen. In den Neurowissenschaften sind führende Leute, Peter Tass war ja kürzlich bei dir, aber etliche andere, übrigens auch ein Schüler von Hermann Haken, dem Begründer der Synergetik, Victor Hirsa in Marseille und etliche andere sind Complexity Science Menschen und haben die Synergetik auf dem Gebiet weiterentwickelt. Und wie gesagt, in der Praxis systemische Therapie, wobei das ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist. Das ist zwar anerkannt, wie gesagt, inzwischen gibt es Approbationsausbildungen dafür, aber die, sage ich mal, Hardcore-Systemwissenschaft ist da paradoxerweise, obwohl das eigentlich so heißt und man meinen müsste, dass findet dort seinen Platz oder ist da wirklich verankert, hat da einen Heimathafen. Das ist paradoxerweise so nicht. Ich kann da nur ein bisschen historisch spekulieren, aber diese naturwissenschaftliche Complexity Science, die Analyse von Veränderungsprozessen mit quantitativen, qualitativen Daten und mit nichtlinearer Zeitreihenanalyse, das ist da nicht angekommen. Mhm. Wenn man sich die Curricula anschaut, da schüttel ich manchmal den Kopf, das geblieben, was diesen ganzen Ansatz ausmacht. Dann würde ich das einschätzen. Also man könnte deine Frage mit einem klaren Jein beantworten. Ich sage einfach mal jetzt, es ist ein langer Weg gewesen und es ist einiges geschehen, aber es ist auch noch einiges sehr wohl ausbaufähig. Und gerade dieser Begriff des Systemischen wird ja hier manchmal auch etwas eingeschränkt benutzt, mehr im Sinne der alten traditionellen systemischen Therapien wie Familientherapien oder Vergleichbarem. Aber dein Ansinnen ist ja hier, eine Metatheorie hineinzubringen und damit auch eine andere Form auch von Herangehensweise. Aber da glaube ich ja, das kann ich nur bestätigen, ist auch noch Luft nach oben. Aber erlaub mir, Günther, noch einmal einen Schritt zurückzugehen. Denn Teil dieser Serie ist es ja auch, den Menschen etwas näher kennenzulernen und seinen Weg auf dieser Forschungsreise. Und du stammst ja aus der wunderschönen Chiemsee-Region. Und wie war es damals bei dir? Was waren deine Antriebe oder was waren deine Inspirationen, die dich dazu gebracht haben, ein solches Themenfeld in den 80er Jahren zu wählen, was ja, wie gesagt, damals nicht unbedingt jetzt so sich angeboten hat? Das hat sich überhaupt nicht angeboten. Es gab in diese Richtung eigentlich nichts, weder wissenschaftlich, theoretisch noch praktisch. Und wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe mich schon relativ früh, schon zur Gymnasialzeit, mit Psychologie beschäftigt. Und da habe ich alles Mögliche gelesen, also von Freud über Entwicklungspsychologie, über die allgemeine Psychopathologie von Karl Jaspers. Also die ganzen Sachen habe ich damals mir schon reingezogen. Und habe dann auch im Zivildienst mich schon mit Statistik beschäftigt und war dann Statistiktutor mehr oder weniger vom ersten Semester an. Wow. Ich weiß noch, als ich da in der Vorlesung saß, in der allerersten Vorlesung, dann habe ich mich gemeldet, wer will Tutor werden? Und der neben mir hat gesagt, tu doch deine Hand runter, du spinnst ja. Ich habe gesagt, nee, ich weiß schon, was ich da tue. Jedenfalls war ich dann irgendwann mal fertig mit meinem Studium, habe etliches dazugelernt. Ich habe in Salzburg studiert, an der PLUS, wie man das heute nennt, Paris-Lodron-Universität Salzburg, und habe im klinischen Bereich meine Doktorarbeit gemacht. Und dann habe ich mich so
Ich habe mir überlegt, was könnte ich denn jetzt weitermachen? Also die Verhaltenstherapie war irgendwie ausgelutscht und die war damals so, dass ich da nicht gern weitermachen wollen würde oder hätte. Und die Psychoanalyse, die kam auch nicht so wirklich in Frage. Die war mir da zu wenig wissenschaftlich. Und was Drittes, anderes gab es eigentlich nicht. Und dann habe ich in Erinnerung, so saß ich in Denkerpose irgendwo auf irgendwelchen Treppenstufen so und habe überlegt, was gibt es denn da noch? Was könnte interessant sein? Was könnte dem Menschen angemessen sein? Was könnte komplex genug sein, dass es nicht auch schon wieder nach 2, 3 Jahren ausgelutscht ist? Und übrigens die reine Hirnforschung, die war damals nicht so für mich dominant. Also ich habe ein bisschen was über Psychophysiologie gelernt im Studium. Das hat mich aber nicht so fasziniert, unter anderem, weil solche Menschen wie dich, die das mit Leidenschaft, Begeisterung und höchster didaktischer Kompetenz rüberbringen, die gab es damals nicht. Aber irgendwie scheint, hatte ich schon mal von Systemtheorie was gehört und habe gedacht, das klingt irgendwie komplex und der Mensch ist ja kein triviales Wesen, sondern ein komplexes. Da müsste man vielleicht in der Richtung vielleicht was finden können auf dem weiteren Weg. Dann habe ich mir ein Buch gekauft, Systemtheorie aus der Elektrotechnik von einem Herrn Barju. Und ich habe mehr oder weniger Bahnhof gespielt. Verstanden und habe erst recht keinen Bezug zur Psychologie herstellen können. Aber in dieser Zeit kamen so Leute auf und waren schon bekannt wie der Journalist Frederik Fester. Und der hatte so ein kleines Büchlein, Unsere Welt, ein komplexes System oder Neuland des Denkens, geschrieben. Dieses Neuland des Denkens war für mich wirklich sehr inspirierend und sehr erhellend. Und er hatte auch schon seine Fensterbilderbücher damals, zumindest die ersten davon, veröffentlicht, die dann übrigens Pate gestanden sind und mich inspiriert haben zu der ideografischen Systemmodellierung, die mich bis heute begleitet und die hochgradig praxisrelevant ist bis heute. Ja, das war so der Einstieg und dann habe ich so ein bisschen das Bild wie das Rotkäppchen auf der Wiese. Man ist fasziniert und rennt von einer Blüte zur anderen und ich habe tolle Themen entdeckt. Später dann Luhmann auch, die eher soziologische, kommunikationsorientierte Systemtheorie, von der ich mich dann später aber wieder wegentwickelt habe. Weil ich konnte keine Möglichkeit finden, das irgendwie empirisch, methodisch oder praktisch umzusetzen. Aber es kamen dann auch Leute dazu, wie Uwe Anderheiden oder Felix Tretter, der damals eine tolle Tagungsreihe im Taunus organisiert hatte. Und da habe ich Leute dann kennengelernt, wie den Wolfgang Singer oder von der Malsburg, die kennst du ja beide bestens, führende Neurowissenschaftler auch. Und so weiter. Also ich war dann wie das Rotkäppchen auf der Wiese von einer Blüte zur anderen. Neue Themen, interessante, hochinteressante Menschen und war wirklich begeistert von dieser Welt. Was ich verloren habe oder worin ich mich verloren habe in dieser Welt der komplexen Systeme, Systemwissenschaft, ist dann die Psychologie. Also die akademische Psychologie, die akademische klinische Psychologie, aus der ich dann auch rauskam. Da kam ich raus und habe sie im wahrsten Sinne des Wortes verloren. Da war ich dann weg und konnte ich meinen damaligen Habilitationsvater nur dankbar sein, dass er mich trotzdem, obwohl das, was ich damals angefangen habe zu machen, sicher überhaupt nicht seine Sache war, dann trotzdem habilitiert hat im Bereich der Psychologie mit dem Buch Systemtheorie der klinischen Psychologie war das damals so. Und wie war das dann später in deiner akademischen Laufbahn?
hast du sehr wohl deine Nischen dann gut finden können? Ja, Oder waren das ja. schon auch Kämpfe, die man ausfechten musste, um das dort akademisch, gerade in der akademischen Psychologie der damaligen Zeit, überhaupt zu etablieren? Ja, beides. Also ich habe meine Nischen gefunden. Ich habe dann immer klarer gehabt, was ich will. Habe dann auch so meine Community gefunden an meiner eigenen Universität. Also mein Habilitationsvater war Hans Reinicke, ein bekannter Verhaltenstherapeut. Aber es gab da auch den Lehrstuhl von Dietrich Dörner, der ja bekannt ist für komplexe Systeme, Erforschung komplexer Systeme. Der hat den Intelligenzbegriff und den Begriff der des Problemlösens total erweitert, von einfachen Puzzleaufgaben zu dynamischen Szenarien, die damals schon programmiert hatten. Also es war schon möglich, Kontakte zu knüpfen. Ist mein Kollege Peter Keimer, mit dem habe ich mich sehr ausgetauscht in der praktischen psychotherapeutischen Arbeit. Und dann kam ich nach Münster, hatte dort die Lehrstuhlvertretung 5 Jahre lang und konnte dann natürlich in dieser Position auch einiges gestalten und designen. Dann hatte ich meine ersten Doktoranden. Und ja, also Nischen konnte ich mir schon abbauen, aber das Wort Nischen trifft es eigentlich recht gut. Und in der akademischen Psychologie oder in der Wissenschaft, da ist halt das Phänomen sehr verbreitet, dass man weniger kämpft und struggelt und einen Sparring-Partner hat, mit dem man sich fightet. Sondern wenn einem was nicht gefällt, was jemand macht, der wird schlichtweg ignoriert. Die Wissenschaft kämpft damit, jemanden totzuschweigen, zu ignorieren, nicht zu zitieren, nicht einzuladen zu Tagungen. Das ist ein Phänomen, das kenne ich bis heute. Das hat sich natürlich geändert mit vielen Kontakten, mit vielen Publikationen und so weiter und so fort. Aber das ist eher nicht fighten, sondern totschweigen ist die Strategie der akademischen Wissenschaft. Ich glaube, das ist in anderen Disziplinen genauso. Ja, und das war ja vielleicht, oder das haben vielleicht viele Menschen als Hoffnung, dass die Wissenschaft oder die wissenschaftliche Community da erhaben über diesen Dingen stehen würde und vielleicht etwas mehr, aber auch ich würde das genauso bestätigen. Das ist es leider ist so nicht der Fall. Ja. Und deine Frage am Ausgang des Gesprächs war ja, ist das jetzt Mainstream? Ja. Und da kann man natürlich sagen, der Mainstream tut das eben ignorieren und man muss sich da seine Nischen, die in diesem Fall Gott sei Dank total trans- und interdisziplinär waren, weil die Systemwissenschaft, die kommt nicht aus der Psychologie, die kommt auch nicht aus der Familientherapie, die hat vielleicht in der Psychologie am ehesten seine historischen Wurzeln in der Gestaltpsychologie. Wolfgang Köhler, Wolfgang Metzger, die losen 20er Jahre der Gestaltpsychologie. Kurt Lewin vielleicht und so weiter und so fort. Ja. Aber da ist es nach wie vor nicht wirklich so angekommen, trotz dieser bedeutsamen und wichtigen Wurzeln. Ja, und ich glaube, wir kommen nicht umhin, wenn man dieses Thema Wissenschaft und Systemtheorien betrachtet, das leidige Thema der Corona-Pandemie. Ich glaube, wir kommen nicht umhin, es dort trotzdem auch noch einmal aus dieser Sicht, aus diesem Blickwinkel heraus zu beleuchten. Denn wir hatten ja, so ist meine Wahrnehmung, in dieser Zeit ja ein Problem in der wissenschaftlichen Community, dass auf einmal genau das, was in den Systemwissenschaften so heilig gesprochen ist, nämlich genau dieser Austausch, diese Wechselwirkungen, die gegenseitigen Feedbackschleifen, die immer wieder notwendigen Feedbackschleifen nach einer Aktion im Sinne des Abgleichs von Intention und Ergebnis, aber auch die Würdigung verschiedener Perspektiven, die Würdigung verschiedener Zugangsweisen zur Wirklichkeit, das alles, was ja eigentlich für Wissenschaft steht, sah ich beschädigt in diesen letzten Jahren. Ist deine Wahrnehmung eine andere?
Meine Wahrnehmung ist genau die, genau das, was für Wissenschaft steht, diese Feedbackschleifen. Wissenschaft lebt auch da von Kritik und Gegenkritik. Schon bei Popper, Conjectures and Refutations, sich gegenseitig zu kritisieren, aber auf menschlich würdevoller und respektierender Art. Ich meine jetzt eher auf der Ebene von Theorien, von Hypothesen und natürlich vor allen Dingen von Daten und der Kritik und Gegenkritik der Datenerhebung. Das kam da nicht mehr durch. Ja. Das wird nicht mehr durchgeführt. Es gab ein paar wenige dominante Meinungen, die haben da alles bestimmt. Ich sehe auch so, dass die Impfstoffentwicklung damals, ich weiß nicht, ob das notwendig war, extrem schnell zu handeln, aber die haben Basics, der Standard-Basics der Evaluation neuer Methoden und Impfstoffentwicklung ist halt eine Methode, wo die vielleicht biochemisch und auf der biologischen Ebene neue Moleküle entwickelt haben, aber die Evaluation, das zu erproben und auf potenzielle Nebenwirkungen zu überprüfen, das haben sie sträflich vernachlässigt. Und klar, viele Maßnahmen, zum Beispiel bringen Masken was oder bringen Masken nichts. Das hat sich extrem geändert, die Auffassung dazu. Also ich bin übrigens der Meinung, wir bräuchten dringend eine Aufarbeitung, eine systematische Aufarbeitung dessen, was damals passiert ist. Und zwar nicht nur, schon gerne auch unter Beteiligung von Bürgern, aber unter Beteiligung aller Experten und da trans- und interdisziplinär von Immunologen, Biochemikern, Psychologen, Psychiatern, Kinder-, Jugendpsychiatern, Soziologen, Politologen, alles, was die Gesellschaft betrifft, das müsste da mit beteiligt sein. Und natürlich das Riesenthema Lockdowns und Leute wegsperren und Schulen schließen und so ist ja bekannt. Da braucht man sich jetzt nicht gescheit aufmanteln als Psychologe. Psychologe, das ist schon der Menschenverstand. Was das für Folgen hat für Kinder, für Jugendliche in Richtung von Einsamkeit, Isolation. Und wenn man ein bisschen wiederum dein Gebiet, Christian Schubert oder Matthias Desmet in Gent, Belgien, haben sie auch dazu ausführlich geäußert. Wenn man ein bisschen so psychoneuroimmunologisch denkt, dann weiß man natürlich, welche Folgen sowas hat. Und dass es viel zu eng und engstirnig ist, nur auf die Biochemie des Immunsystems zu betrachten, das liegt ja auf der Hand, da brauche ich kein Fachmann sein. Absolut. Aber all das ist damals komplett ignoriert worden mit Bezug auf wissenschaftliche Fachkompetenz von ein paar ganz, ganz wenigen Leuten, denen man nie widersprochen hat. Ja. Die haben sich da einfach durchgesetzt, waren in den politischen und sonst was Gremien des Robert-Koch-Instituts und sonst wo drin, des Gesundheitsministeriums. Und das würde, wenn es schon so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, unbedingt wirklich systematisch und breit aufgearbeitet werden müssen. Und genau das, was du sagst, ist deshalb so zwingend notwendig, wenn die Wissenschaft und wenn die wissenschaftliche Community nicht dieses Gut des Vertrauens so beschädigt wissen möchte, dann gehört das genauso, wie du es beschreibst, systematisch aufgearbeitet. Denn ich glaube, dass die Menschen sehr, sehr unterschätzen, wie bedeutsam es ist, dass der normale Mensch der Wissenschaft und auch vertraut. Denn Wissenschaft heißt eben auch, Menschen gewinnen müssen, Menschen gut und redlich informieren, transparent zu sein und eben auch damit Vertrauen gewinnen. Das wurde tatsächlich, und da muss man jetzt
weder jetzt ein in Gänsefüßchen Schwurbler sein oder was auch immer es da an wundersamen Titeln gab. Hier muss man einfach nur die Standards der Wissenschaft ernst nehmen. Und wenn man das tut, dann waren wir weit weg von dem, was wir als wissenschaftliche intellektuelle Redlichkeit verstehen würden. Und was vielleicht auch noch ein Aspekt dann war, der es noch aufgewipfelt hat für mich, war, dass dann auf einmal in einer wissenschaftlichen Diskurslandschaft auf einmal moralisiert wurde. Also es gab auf einmal gute und schlechte Virologen. Es gab auf einmal gute und schlechte Modelle. Also da fragt man sich, welche Standards liegen zugrunde? Ja, so Wörter wie gut und schlecht haben in der Wissenschaft eigentlich gar nichts zu suchen. Da muss man auch vorsichtig sein, welches Vokabular man da verwendet. Und diese Vokabulare da von gut und schlecht und Schwurbler und Querdenker und was es sonst noch gab, Verschwörungstheoretiker, das diente eindeutig der Ausgrenzung von Meinungen. Ja, ja. Und absolut. Dass sich die Wissenschaft dadurch selber geschädigt hat und zu Recht an Vertrauen verloren hat, da bin ich ganz bei dir. Ja. Wie würdest du jetzt vor diesem Hintergrund und den Blick auf die Gesellschaft allgemein richten? Also das heißt, etwas provokant könnten wir doch sagen, dass die letzten Jahre gezeigt haben, dass wir auch als Gesellschaft eingedenk der Wissenschaftscommunity, eingedenk der Politik, eingedenk der Medien, dass wir doch scheinbar sehr große Mühe haben, mit Ungewissheiten umzugehen, mit Unsicherheiten umzugehen. Das, was ja deine und unsere Wissenschaft ja so propagiert, dass genau das aber ein Teil des Lebens, des Lebensvollzuges ist, und zwar nicht, nicht austauschbar und alternativlos. Also das heißt, was haben wir als Gesellschaft noch zu lernen, wenn es darum geht, genau mit diesem Aspekt der Unsicherheit souveräner umgehen zu können? Ja, auch gute Frage. Ich hab damals oft an ein Buch von dem vorher schon genannten Karl Popper gedacht. Ja. Und zwar nicht die Logik der Forschung, sondern die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Ein zweibändiges Werk, und da beschreibt er von der Antike bis heute, wie die offene Gesellschaft, die Meinungsbildung und Wissenschaft ist übrigens unter diesem Aspekt ein sehr demokratischer Prozess, wo nicht irgendwelche dominanten Autoritäten oder Bezug auf die Heilige Schrift oder sowas die wichtige Rolle spielen, sondern im Grunde jeder, der sich einbringen möchte und der den Diskurs vernünftig führt, nach bestimmten wissenschaftsinternen Kriterien, der Logik, der Empirie und so weiter, sich also jeder einbringen kann und mittun kann. Und ein junger Diplomant oder Masterstudent oder junger Doktorand kann da genauso weitreichende Entwürfe und Würfe bringen, wie zum Beispiel in der Frühzeit der Quantenphysik. Das waren alle Youngsters da. Ja. Die da mitgemischt haben, wie ein honoriger Professor. Und dieses Buch, also bezieht sich auf die Gesellschaft in dem Fall mehr, das war ja deine Frage, als wie auf die Wissenschaft, als Teil der Gesellschaft. An das habe ich sehr oft gedacht in diesen Pandemie- und Corona-Zeiten, weil das ausgehebelt worden ist. Und ob wieder ausgehebelt wird. Und das ist die Situation der Gesellschaft, verschiedene Meinungen zuzulassen, offene Diskurse zu führen, verschiedene Leute zu Wort kommen zu lassen und nicht die einen in den Öffentlich-Rechtlichen und die anderen in irgendwelchen Nebenschauplätzen von YouTube oder völlig unbekannten Radio. Kanälen. Ja. Also diese Offenheit, das finde ich was sehr Wichtiges. Ja. Und natürlich, du hast das auch angesprochen, Ambiguitätstoleranz, Umgang mit Komplexität, das ist nichts, was wir gelernt haben. Ja. Auch übrigens in der Wissenschaft nicht wirklich.
Die Methoden sind andere und viele haben uns da auch versucht beizubringen oder weiszumachen, wenn du wissenschaftlich sein willst, dann musst du dich diesem allgemeinen linearen Paradigma in der Therapie, aber auch in der Statistik und Wissenschaft unterordnen. Complexity Science geht da nicht, wenn man sagt, komplexe Systeme sind mittel- und langfristig nicht vorhersehbar, wie die Chaos-Theorie das sehr glaubwürdig darlegt, dann halten die einen für verrückt, weil ich muss natürlich Dinge vorhersagen können, damit ich überhaupt Vorhersagehypothesen generiere. Aber da muss man jetzt einfach einen Schritt höher gehen, auf die nächsthöhere Ebene, damit man das zusammenbringt. Und Ambiguitätstoleranz, auch im gesellschaftlichen Sinne, im politischen Sinne, im Sinne von Komplexität, was alles wie zusammenspielt und wie die ganzen Hauptthemen, die wir jetzt haben, Klimaveränderung, Finanz- und Marktwirtschaft, Ökonomie, die ganzen geopolitischen Fragen der Kriege und der Migration und so weiter. Ja. Das sind alles hochkomplexe Systeme. Ja. Und da die Grundkompetenzen zu erwerben, das würde ich sagen, ist nach wie vor eine der ganz großen Herausforderungen. Da müssten wir unsere Schulbildung entsprechend aufbauen, Curricula in diese Richtung, Erfahrung mit Planspielen, das ist ein Gebiet, in dem ich schon mal viel gearbeitet habe, Plan- und Systemspiele, Computersimulationen, all sowas könnte man gut in den Schulunterricht schon einbauen, was dieser vorher schon genannte Frederik Wester mit Grundschülern schon sehr überzeugend gezeigt hat, dass das möglichst spielerisch an das Thema Komplexität, Wirkungen in Systemen, wo ganz unterschiedliche Variablen aus unterschiedlichen Disziplinen, von der Verhaltensökonomie bis zur Biochemie und Ökologie und so weiter, alles zusammenspielen. Ja. Das ist eine Herausforderung, die sich mehr denn je stellt, ja, wenn du nach den Folge- und Spätwirkungen von Corona fragst. Also da müsste man mindestens genauso ansetzen, als wie jetzt neue medizinische Therapien für Long-Covid-Phänomene zu entwickeln. Ja, absolut. Weil da sind wir ja wieder mehr oder weniger in diesem biomedizinischen Ansatz. Ja, ja, ja. Also wir haben schon, ich glaube, das darf man sagen, ohne dass man hier in irgendeiner Form jemanden auf die Füße zu Unrecht tritt, dass die Medizin tatsächlich die letzten Jahre Komplexitätsreduktion betrieben hat in hohem Maße. Das heißt also, das, was wir als Gesamtorganismus verstehen, wenn wir wirklich systemisch ernst nehmen, dann eben von der molekularen bis zur psychologischen, bis zur sozialen Ebene alles zu würdigen, denn alles das macht uns aus. Dem sind wir bei weitem nicht gerecht geworden. Wir haben tatsächlich, und das ist offensichtlich, wir haben den Menschen wieder auf ein Maschinenmodell gebracht und zurückgeführt. Also wir haben sozusagen die elementarsten Bausteine genommen und haben so getan, als wenn es eine eigene psychologische, soziale, psychobiologische und damit aber auch eine wechselwirkende Funktion zwischen mentaler und biologischer Sphäre überhaupt nicht gäbe. Und das, glaube ich, tat der Medizin überhaupt nicht gut. Und man kann nur hoffen, dass man genug Mut und genug Redlichkeit findet, um sich dem zu widmen und wirklich, wirklich kritisch und wirklich ehrlich sich macht. Ich gestehe, dass wenn ich gerade aktuell beobachte, was geschieht, was gerade wieder durch die Talkshows gejagt wird, wenn ich gerade sehe, welche Bücher publiziert werden, wie viele Menschen auf einmal die große Verantwortung trugen, auf einmal im Nachhinein sagen, sie seien neutral gewesen. Das ist nicht Redlichkeit, das ist nicht Verantwortungsübergabe. Und so wird Wissenschaft großen Schaden nehmen. Und das ist das, was mir als jemand, der genau wie du und ich als dein Schüler allemal Wissenschaft wirklich mit Leib und Seele betreibe, das tut weh. Denn hier wird sozusagen auch unser,
unser Heimathafen dramatisch beschädigt und so vereinfacht und so verkürzt dargestellt, dass wir weit davon weg sind, Menschen wirklich gut zu informieren, wirklich transparent zu informieren und auch Menschen so viel Mündigkeit auch zusprechen, dass wir es sie für würdig erachten, uns Mühe zu geben, so gut wir können, auch die komplexen Sachverhalte der Wissenschaft zu transportieren und darzulegen, so gut wir können. Das ist ja auch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Sehe ich den Menschen? Wolf Singer hat das schön gesagt. Er sagte, die Wissenschaft hat eben da auch eine Bringschuld. Sie hat die Verantwortung auch zu informieren, gut und redlich und transparent und sich zu bemühen um eine gute Didaktik auch. Und aber wie definiere ich dann als Wissenschaftler meinen Adressaten im Sinne von an den sich meine Information richtet? Sehe ich da einen mündigen Bürger, dem ich helfen möchte, auch für sich selbst, auch ein Stück in Eigenverantwortung zu einer guten Meinung zu kommen? Oder sehe ich da nur jemanden, den es zu erziehen gilt, den ich zu beeinflussen, zu framen habe? Ich glaube, diese Haltung sollten wir noch mal hinterfragen. Was definiert sich selbst in Wissenschaft in ihrem Selbstbild und wen glaubt sie informieren zu müssen? Kinder, die es zu führen gilt, oder mündige Menschen, die es redlich und aufrichtig zu informieren gilt? Das ist immer so ein Aspekt, das sehr in mir arbeitet, weil ich hier auch eine grundphilosophische Ausrichtung sehe, die mir sehr großes Unbehagen macht in der Wissenschaftscommunity. Also zuerst nochmal deinen Ausführungen, deinem Statement, das du gerade gemacht hast, kann ich uneingeschränkt zustimmen. Und die Frage, wer ist unser Adressat, das ist natürlich eine hochrelevante Frage. Die schon angesprochene offene Gesellschaft, Popper Buch, braucht natürlich mündige Bürger. Yeah. Also können wir den mündigen Bürger als Gegenüber uns vorstellen, akzeptieren, weil der ist vielleicht auch nicht so einfach zu handeln. Der sagt nicht Ja und Amen, sondern der widerspricht uns öfters mal. Und man muss sich auf Diskurse einlassen und nicht auf Doziererei. Also ich kann einem mündigen Bürger nicht ex cathedra begegnen und dozieren und so tun, als ob ich die Weisheit mit den Löffeln gefressen hätte und irgendwas besser wüsste als der andere. Ja. Das heißt, wir müssen uns auf Augenhöhe begegnen als gleichwertige Menschen. Und er hat sicher auch seine Kompetenzen, seine Wissensbestände, seine Erfahrungen und nicht nur ich, der ein Studium oder sonst irgendwie eine akademische Laufbahn durchlaufen hat. Also dieser offene Diskurs auf Augenhöhe, das ist wichtig und das zu pflegen, das ist natürlich ein wichtiges ethisches Gut, Prinzip, das ist eine Prämisse für all das, was wir da machen. Und das muss natürlich auch auf Augenhöhe innerhalb der Wissenschaft passieren. Man muss sich begegnen und mit Argumenten sich auseinandersetzen. Und das muss auch außerhalb der Wissenschaft in allen möglichen gesellschaftlichen Diskursen passieren. Und wie man das anpackt, das muss man vom Kindergarten und vom, ich weiß nicht, wann man da anfängt, wahrscheinlich in den allerersten Erfahrungen des kleinsten Menschen schon, bis hin, Entwicklung, eine Entwicklung der Lebensspanne, muss man das versuchen zu realisieren und umzusetzen in verschiedenen Projekten, in Experimenten, ich habe schon angesprochen, Plan- und Systemspiele. Wenn man sowas da ausprobiert, hat man gute Möglichkeit, das hinterher dann nochmal zu reflektieren, was da möglich war. Also da ist vieles an Projekten, an didaktischen Konzepten sehr gut möglich, sehr interessant. Und
Ich sehe jetzt da auch einen Bezug zu meinem praktischen Bereich der Psychotherapie. Wir versuchen da natürlich den Leuten auch auf Augenhöhe zu begegnen. Wenig Psychoedukation, wie das heißt, also erziehen im Sinne, ich erkläre, was ex cathedra zu machen, sondern die Leute von Anfang an mit hineinzunehmen und mit ihnen an ihrem Beispiel ihres Lebens, ihrer Problematik versuchen, komplexe Systeme verständlich zu machen. Das ist der Prozess, den wir in der sogenannten ideografischen, also einzelfallbeschreibenden Systemmodellierung mit dem Patienten machen. Das dauert ein bisschen, ist durchaus ein komplexer Prozess. Aber dann haben Sie praktisch eher am eigenen Beispiel verstanden, was ist ein komplexes System, was gibt es da für Handlungs- und Ansatzmöglichkeiten in ihrer persönlichen Entwicklung, in ihrem persönlichen Entwicklungsprozess. Und sie haben quasi durch diese Art der Begegnung, der Beziehungsgestaltung auch sehr vieles implizit gelernt, nicht nur explizit, was man auch nachlesen oder erklärt bekommen könnte, sondern implizit, was auf der Begegnungsebene da stattfindet. Das ist unglaublich wertvoll und greift auch in die ganze Bio-Neuroimmunologie und Endokrinologie ein und in alle emotional-limbischen und sonstigen Prozesse, auch durchaus unbewusst. Da sind wir jetzt dann auch auf deinem Gebiet. Das ist eine Art, wie man genau das, wonach du jetzt gefragt hast, leben und umsetzen kann. Und gerade in dieser Psychotherapie, dort haben wir natürlich auch momentan gewisse Zeitgeistphänomene, die sich doch sehr stark ausrichten an einer eher, sagen wir mal, methodenorientierten Zugangsweise. Ich glaube, das ist momentan, ich sehe das sehr schön in der Fortbildungslandschaft, weil ich auch sehr viele Seminare und Vorträge und Weiterbildungen gebe für diesen Fachbereich. Und dort kann man sehr wohl erkennen, zum Beispiel, dass Seminare, die gewisse Methoden anbieten, nach dem Motto, mit den nächsten 10 Schritten zum Erfolg oder mit dem nächsten 5 aus dem Trauma, dass die bei den Menschen sehr gut ankommen. Also wir haben einen gewissen Fokus auf Trainingselemente, auf Instrumente, auf ein Trainingsinventar, auf methodologisches Vorgehen. Und das ist doch etwas, was ja eigentlich all den Befunden, die wir seit vielen, vielen, vielen Jahren in der Psychotherapieforschung haben, doch zuwiderlaufen, oder? Ja. Also dieses interventionsorientierte Fokus, da kann ich dir nur zustimmen, das dominiert sehr stark. Auch wenn es Methoden sind, die durchaus sympathisch sind, aber da gibt es ganz viel Neues. Was weiß ich, ein klassisches Beispiel sind alle möglichen Trauma-Bearbeitungsmethoden oder Achtsamkeit und Mindfulness oder da klopfen oder dort diese oder jene Kreativmethode. Die Sachen sind für sich genommen, ja, vielleicht ganz nett und sympathisch, aber es sind alles Interventionen. Und mein Fokus als Systemwissenschaftler ist nicht dieser interventionistische Ansatz, sondern einen Schritt zurückzutreten und ein bisschen zu verstehen, was da passiert. Zu verstehen im Sinne unserer Systemmodellierung. Ja. Was spielt denn da jetzt eine Rolle und wie wirken diese Aspekte, die hier eine Rolle spielen, in diesem konkreten biopsychosozialen System dieses Menschen, wie wirken die zusammen, wie schauen die Wechselwirkungen aus und so. Und aus diesem Verstehen heraus dann zu schauen, welche Art von Interventionen, welche neuen Erfahrungen könnten für diesen Mensch denn da jetzt interessant und wichtig sein, das ist eher so mein Vorgang und mein Zugang. Ja. Und diese Interventionen, weil du die Psychotherapieforschung angesprochen hast, es gibt ja die inzwischen auch schon lange Tradition der Meta-Analysen, schon bei Klaus Grawe, Sveinpold und so weiter.
Und der Konsens dieser vielen Meta-Analysen, dieser Forschungen zu den Wirkfaktoren, spezifischen und vor allen Dingen sogenannten unspezifischen Wirkfaktoren, ist, dass Interventionen für sich genommen sehr wenig bewirken. Mhm. Das ist von dem ganzen Konzert der Aspekte, die für Psychotherapie eine Rolle spielen, Beziehungsgestaltung, Veränderungsmotivation, Umgang mit Krisen in der Begegnung, weiß der Geier, welche Aspekte alles gibt. Ja. Ja. Und diesem Konzert spielen die Interventionen die geringste Rolle. Ja. Das wissen wir. Und sie sind relativ austauschbar im Sinne des Dodo-Bird-Effekts. Everyone has one and all must have prices. Die verschiedenen Therapieansätze, die sich ja primär durch Interventionen definieren, sind in ihrer Wirksamkeit am Ende des Tages sehr ähnlich wirksam. Da gibt es keine großen Unterschiede. Und wie gesagt, die Intervention für sich spielt keine so große Rolle. Ja. Sie spielt nur eine Rolle für das Gesamtkonzert der Psychotherapie. Und da sind wir wieder bei einem Beispiel für komplexe Systeme. Wo kommt schöne, dynamische, komplexe Systeme? Und da sind Interventionen nur ein Teil. Aspekt von dem Ganzen. Aber irgendwie lässt sich's gut verkaufen. Ja. Du hast ja selber gesagt, die Seminarszene ist voll damit. Ja, ja. Ja, es ist für die Menschen leichter greifbar. Es gibt eine Handlungsorientierung, eine gute Struktur. Und so, dass man vielleicht sagen kann, wir wollen ja auch damit nicht die Methoden als solche per se schlecht machen. Ganz im Gegenteil, natürlich sind die auch hilfreich und notwendig. Die Frage ist aber, in was sind sie eingebettet? Die Frage ist, sehe ich sie als Instrument oder sehe ich sie sozusagen als Heiligtum, das mir jetzt die 10 Wege zum Glück verspricht? Das, glaube ich, ist der... Also die Einbettung, wie du sagst, das ist entscheidend. Das heißt nicht, dass die Methoden schlecht sind. Wie gesagt, für sich genommen kann man denen durchaus was abgewinnen. Ja. Aber man muss sie einbetten mal in das System, das für diesen Patienten eine Rolle spielt. Dafür brauchen wir eine Fallkonzeption und, ich sage es nochmal, eine Systemmodellierung. Mhm. Und man muss sie einbetten in den Prozess. Und das ist ja auch ein großes Thema meines wissenschaftlichen Arbeitens. Ja. Wie kann man diese Prozesse hochfrequent und detailliert erfassen und an welcher Stelle im Prozess passt dann was? Ja. Und damit werden die Methoden dann noch einmal effektiver, die sind nicht an sich effektiv oder nicht kontextfrei, so wie das in den randomisierten, kontrollierten Studien untersucht wird, sondern sie sind hochgradig kontextualisiert, inhaltlich, systembezogen und vor allen Dingen dynamisch. In der Dynamik sind sie hochgradig kontextualisiert. Und so, denke ich, ist ein sinnvoller Zugang und dann kann man die Methoden, da gibt es ja Tausende, quasi so rauspicken und genau an diesem Platz dann optimal einsetzen. Ja, ja. Ich glaube, dass das alles, was du vermittelst und was ich bei dir lernen durfte, das ist, glaube ich, vor allem den Menschen zunächst einmal das Bild zu vermitteln, dass Komplexität zwar häufig eine negative Konnotation bei vielen Menschen aufweist, aber dass sie in Wahrheit unendlich viel uns schenkt. Das heißt, diese Unsicherheit, diese Ungewissheit, die Teil des Lebens ist und an der wir nicht vorbeikommen, sie trägt ja auch zur Gesundheit bei, zum Beispiel, zur Flexibilität, zur Dynamik, zur Adaptationsfähigkeit, zur Veränderungsmöglichkeiten. Und ich glaube, dass das etwas Wichtiges ist, den Menschen zu kommunizieren. Wir hören ja diesen Begriff häufig, wenn wir es im Fernsehen zum Beispiel hören, in irgendeiner Form zumindest mal leicht negativ besetzt. Also nach dem Motto, Dinge konnten nicht gelöst werden oder ein Problem konnte nicht behoben werden, weil es halt zu komplex ist. Es hat immer so etwas Negatives im Schlepptau. Ja. Aber ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wenn Forscher wie du, die sich damit 40 Jahre beschäftigen, auch den Menschen genau diese Gegenseite
vorstellen, nämlich dass genau diese Komplexität uns ja erst, diese Welt erst zu dem macht, was sie ist und uns auch erst zu dem macht, was wir sind. Dass unser Herz in der Herzratenvariabilität schon diese Komplexität aufweist. Und je mehr, desto besser. Also es steht für Gesundheit, für Dynamik, für Flexibilität. Ja. Und das, glaube ich, ist so wichtig, den Menschen zu mitzugeben. Perry, das Bild ist gerade weg hier. Kannst du mal kurz schauen? So, das ist live. Wir hatten jetzt ein kleines Problem hier technisch. Die Kamera hatte einfach keine Lust mehr. Und jetzt hier ein Cut. Aber ich übergebe das Wort gerne an Günther wieder. Ja, ich denke, wir waren gerade beim Thema Komplexität und warum Komplexität manchmal eine negative Konnotation hat. Ja. Weil es halt damit verbunden ist, dass wir Dinge nicht vollständig handeln und handhaben können, manipulieren können, nicht vollständig verstehen können und auch den Aspekt des Unwissens da ein Stück weit reinbringt, weil komplexe Phänomene nur zum Teil bekannt sind und zum Teil nur vorhersehbar sind. Also da steckt der Teil der Unvorhersehbarkeit drin. Und wenn Leute mit dem Anspruch antreten, dass man alles handhaben, verstehen kann, dann werden die mit einem Aspekt konfrontiert, der eigentlich eher Demut voraussetzt oder erfordert. Dann sind wir wieder bei einem ethischen Aspekt. So ist das vielleicht eine von mehreren Begründungen, warum man mit Komplexität nicht den Rattenfänger spielen kann. Und wenn man das nochmal auf den Bogen nochmal zur Gesellschaft schlagen, weil das auch für viele Menschen, glaube ich, momentan sehr interessant ist und auch sehr, sehr spannend ist. Komplexe Systeme haben natürlich auch den großen Vorteil, dass sie trotzdem immer auch nach Ordnungsmustern streben, dass sie also nicht in dieser völligen Destabilität verweilen, sondern dass sie immer wieder auch Ordnungsmuster ausbilden. Also das heißt, Leben heißt eben auch, oder Komplexität heißt auch immer dieser Wechsel von einem Attraktor, also einem stabileren Zustand über eine Instabilität in einen neuen, stabileren Zustand. Wenn wir uns jetzt nochmal auf diese Ebene von des Gesamtorganismus, aber auch der Gesellschaft und Gemeinschaft begeben und dort drauf schauen, dann heißt es, als Mensch muss ich leben mit dieser Ungewissheit. Ist es da nicht auch bedeutsam, dass wir auch als soziale Wesen ein Stück Ordnung und Struktur in die Welt bringen, im Sinne von, dass wir uns auch verankern in einer Welt, die eben diese Unbestimmtheit nun einmal mitbringt? Also sprich, wie stehst du zu Aspekten wie einer Beheimatung in meiner Welt? Wie stehst du zu Aspekten wie Traditionen, wie sozialen Gemeinschaften, die sich ja auch strukturierend auf den Einzelnen auswirken, die auch haltgebend sind, gerade in Zeiten, die so viel Dynamik und so viel Wechsel mit sich bringen? Sage ich gleich was dazu. Ich würde gerne einen Satz noch zu der vorherigen Thematik sagen, gerne. Zur Komplexität an sich. Da hast du ja vieles auch schon angesprochen, warum ist Komplexität faszinierend? Ja. Und da würde ich gerne noch einen Satz sagen, nämlich erstens, weil Komplexität Spaß macht. Okay. Also für einen Wissenschaftler, dein Thema, Wissenschaft aus Leidenschaft, ist Komplexität eine total spannende intellektuelle Herausforderung. Mhm. Und nur wenn man mit intellektuellen Herausforderungen zu tun haben will und diese annimmt, dann hat man auch eine Faszination. Das ist das eine. Das zweite, die Komplexität oder die Komplexitätswissenschaft liefert ein Paradigma für die Wissenschaft, und zwar ein trans- und interdisziplinäres Paradigma, wo unterschiedliche Aspekte, und auch das war ja schon Thema, die meisten unserer gesellschaftlichen Probleme sind nur komplett trans- und interdisziplinär allein zu verstehen, erst recht zu lösen oder weiterzuentwickeln. Und Komplexität bietet ein Paradigma, verbunden mit Aspekten wie nichtlinearer Dynamik, Selbstorganisation, Musterwechsel und so weiter,
um so eine Transdisziplinarität überhaupt möglich zu machen, liefert übrigens auch bestimmte Terminologien. Begriffsattraktors hast du schon gerade benannt, aber viele andere Begriffe auch, die es möglich machen, zwischen den verschiedenen Disziplinen überhaupt hin und her zu switchen und diese Disziplinfokussierung zu überwinden. Und das ist ein großer Gewinn dieses ganzen Paradigmas im Sinne eines Wissenschaftsparadigmas, im Sinne von Kuhn oder sowas. Und dann liefert uns, sie erzieht uns in gewisser Weise zum Tolerieren von Ambiguität, Tolerieren von nur begrenzter Vorhersehbarkeit. Sie schafft uns die Grundlagen dafür, der Welt mit einer gewissen Demut und Bescheidenheit gegenüberzutreten. Und bietet heute dann unheimlich viele faszinierende wissenschaftliche Fragestellungen und Methoden, auch neue Methoden, die wir in der Psychologie zum Beispiel von unseren Kollegen aus der Physik übernommen haben. Und die haben uns da mit Methoden beliefert. Das ist faszinierend. Die kommen nicht aus der Psychologie. Da kommt lineare Statistik mehr oder weniger raus. Und das ist diese Faszination von Komplexität und auch die Ambiguität der Komplexität selber. Also die Chaostheorie zeigt, dass da Stabilität und Instabilität quasi im Wechsel permanent stattfinden, dass ein Attraktor in sich bestimmte Adaptivität hat. Das ist ja kein Orbit, wo das wie eine Sinusschwingung alles läuft, sondern das bietet selbst innerhalb der Stabilität noch Flexibilität und Instabilität. Das ist ein Merkmal von Gesundheit. Ja. Du hast schon die Herzdynamik angesprochen, in der Gehirndynamik sowieso, aber auch in vielen anderen physiologischen Prozessen. Das liefert die Grundlage von Gesundheit und da ist der Attraktor und dann ändert sich der Parameter und dann switcht das in den nächsten Attraktor. Also alles, was Leben und Lernen und Entwicklung ausmacht, das finden wir da realisiert. Wir finden hier die wissenschaftlichen und theoretischen und methodischen Grundlagen, um Leben zu studieren. Und das macht diese Komplexität so faszinierend. Ja, wunderbar, wundervoll. Ein jetziger Punkt war jetzt nochmal bezogen auf die Gesellschaft. Ja, ja, weil das, glaube ich, ist momentan ja ein wichtiges Thema für viele Menschen. Ganz trivial formuliert, wie finden wir auch Halt in dieser Welt? Halt in dieser Welt, ja, genau. Das, glaube ich, ist ein wichtiges Thema gerade, was viele Menschen bewegt, gerade weil wir in einer unvorstellbaren Dynamik leben, die Technik entwickelt sich weiter, ChatGPT, KI, so viele Dinge wandeln sich um uns herum. Und wie finden wir auch jetzt jenseits einer reinen wissenschaftlichen Verortung, wie finden wir als normale Wesen auch Halt in dieser Welt? Wo schaffen wir auch gewisse Attraktoren auf dieser systemischen, gemeinschaftlichen, sozialen Ebene? Und das wäre nochmal ein spannender Aspekt, den ich gerne von dir hören würde. Ja, ja. Wie finden wir Halt? Indem wir uns Halt schaffen. Also wir müssen uns den Halt, die Stabilität, die Sicherheit, die Rahmenbedingungen, die Bezugssysteme in gewisser Weise selber generieren und schaffen. Also sie werden nicht mehr automatisch geliefert, wie früher in Zeiten, wo die Tradition noch sehr dominant war, wo Religionen und religiöse Traditionen diesen Halt gegeben haben, wo Regeln wichtig waren in der Gesellschaft, sind sie immer noch, aber kein Mensch übernimmt Regeln, weil sie halt irgendwie im Raum stehen oder weil es die Eltern oder Lehrer auch so gelebt haben. Also wir müssen uns das, was uns wichtig ist, spirituell, politisch, gesellschaftlich, in gewisser Weise selber geben, so selber erfinden, wie zum Beispiel Michel Foucault und andere Philosophen das so beschrieben haben, für das Leben. Wir müssen uns gewissermaßen auch hinsichtlich Stabilität permanent selber erfinden. Ja.
denke ich ein bisschen an unsere sogenannten generischen Prinzipien, die wir für die Gestaltung von Selbstorganisation in der Psychotherapie ausformuliert haben und die heute auch für Führungskräftetraining und für sonstige Sozialgruppen eine Rolle spielen. Und da ist das erste Prinzip Schaffen von Stabilitätsbedingungen. Und dann aber auch Zulassen von Instabilität, Wahrnehmen von Instabilität und Nutzen von diesen ganzen dynamischen Aspekten. Also haben wir hier eine Dialektik. Und diese Dialektik zwischen Stabilität und Instabilität, die sich ja auch permanent weiterentwickelt, diese Themen, um die es da geht, sind auf unterschiedlichen Größenordnungen von gesamtgesellschaftlich bis kleinere Communities, bis hin zu Dorfgemeinschaften, bis hin zum einzelnen Leben, zur Partnerschaft und Familie. Das ist eine Dialektik. Und Stabilität ist extrem wichtig. Und weil du angesprochen hast, wie es einzelne deiner Gesprächspartner auch so persönlich halten, ich bin ein Mensch, der sehr traditionsverbunden ist. Ich liebe zum Beispiel hier meine Traditionsstrukturen in der Chiemgau-Heimat. Ich liebe diese Landschaft, diese Natur hier, in der ich mich gern bewege. Ich finde zum Beispiel auch Routinen im Alltag sehr wertvoll und sehr wichtig. Also so die ganz schönen Arbeitstage sind auch die, wo ich in der Routine mich bewege. Also wo das Umfeld, der Tagesablauf ungefähr gleich bleibt, wo ich an einer Sache arbeite, an der ich jetzt schon ein paar Wochen lang arbeite. Weil Kreativität heißt ja nicht, dass man jeden Tag irgendwas anderes und Neues macht, sondern dass man an den Projekten, an denen man dran ist, auch mal eine ganze Zeit lang dranbleibt. Das sehe ich bei dir ja auch so realisiert. Deine Themen gibt es, seit ich dich kenne, und die werden ausgebaut, erweitert, aber sie werden nicht jeden Tag gewissermaßen umgeschmissen. Aber es sind unheimlich wichtige Aspekte, die du gerade benannt hast. Dem kann ich auch wirklich nur aus vollem Herzen zustimmen. Denn ich glaube auch, dass wir eben hier aufgerufen sind, uns zu entwerfen. Klar, das ist ein philosophischer Auftrag, den wir haben, seit Menschen sich in irgendeiner Form in dieser Welt identifizieren können, als ein zumindest in einem gewissen Rahmen freie Wesen. Aber zugleich sollten wir nicht negieren, wie bedeutsam es ist, was wir an Möglichkeiten haben, auch der Strukturschaffung. Und hier erlebe ich einen Zeitgeist, der dem nicht sehr, sehr viel Bedeutung zuweist. Ich glaube, dass wir in einer, gerade in Zeiten hoher Dynamik, schauen können, wo können wir uns verankern? Wo können wir auch ein Stück Halt finden? Wo können wir auch ein Stück Kraft und Kraftquellen finden? Wo können wir in der Routine ein Stück aufgehen? Wo können wir so einen Moment der Selbstvergessenheit leben, weil wir uns gut verankert wissen? Und gerade durch die Phase der Moderne und gerade dann der Postmoderne haben wir natürlich die Traditionen dekonstruiert. Und doch, glaube ich, dürfen wir hier sehr wohl auch schauen, welche Traditionen können hilfreich und sinnvoll sein? Welche können wir nach wie vor mit Sinn füllen? Und dass sie uns und unseren Kindern auch noch mal Halt in dieser Welt geben können und auch uns auch freudvoll zusammenführen können. Ist ja auch ein wichtiger Aspekt, glaube ich, des Sozialen einfach. Ja. Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, genau diese Dialektik zu sehen, dass wir zum einen die Unbestimmtheit aushalten können, das niemals in Gänze vorhersagen können, aushalten müssen, dass wir eine Form von Dynamik immer wieder auch ertragen und aushalten müssen, zugleich aber, dass wir eben auch hier nicht einfach irgendwie Blätter im Wind sind, sondern sehr wohl auch selbst zur Strukturgebung befähigt sind. Und dass wir hier genau diese Dialektik dann freudvoll annehmen können und uns eben nicht ausgeliefert fühlen müssen. Ja, genau. Kann ich nur zustimmen. Und diese Selbstgebung von Struktur, das hat natürlich sehr viel mit Menschen zu tun.
in Partnerschaften, Familien, aber nicht nur, also weil es hat nicht jeder eine Partnerschaft, nicht jeder eine Familie, aber Menschen, die man sich, deren Bezüge, Freundschaften man über Jahre pflegt, das ist wichtig. Und manche Arbeitsroutinen, manche Ziele, manche Themen, manche Paradigmen, an denen man arbeitet. Und zum Beispiel Komplexitätsforschung, das hat viel mit Mathematik zu tun. Und diese Grundregeln, wie funktioniert Integral- und Differentialrechnung zum Beispiel, die ändern sich halt Gott sei Dank, da kommt was Neues dazu und es gibt Varianten, aber Grundprinzipien ändern sich ein Leben lang nicht. Also es war, wenn man so den Bogen nochmal schlägt, den wir in der Wissenschaft entdeckt haben, die Themen des Austauschs, des Wechselspiels, des Diskurses, das gilt genauso für uns als Menschen, als Gesellschaft, als Gemeinschaft. Das heißt, in der Neurobiologie sagt man so schön, in der Relation liegt dann die Sinnhaftigkeit am Ende verborgen. Ja, und ja. Dass wir das eben nicht nur auf der neuronalen und theoretischen Ebene beachten, sondern eben auch in unserem Leben als Menschen in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft, dass wir Interaktion pflegen, dass wir Diskurse pflegen, dass wir Offenheit bewahren und dass wir Menschen einladen zum Austausch, dass wir genau das nicht tun, was wir die letzten Jahre doch sehr intensiv beobachten können, nämlich modalisieren, ausgrenzen, Menschen beschneiden, Menschen tatsächlich auch aus dem sozialen Gefüge ausstoßen, weil sie vielleicht eine andere Meinung vertreten. Genau das schadet dieser Strukturgebung einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft, dass wir da vielleicht wieder uns auch besinnen auf das, was uns eben in diesem Leben verankert. Sowohl das Chaos, wie aber auch die gemeinschaftliche Ordnung, sowohl die Dynamik, wie aber auch die Stabilität, die wir ein Stück zumindest auch selbst schaffen können. Und das ist das, was mir so wichtig ist. Sehr grundlegende Doppelbedeutung und Dialektik. Aus der kommen wir nicht raus. Ich denke, wenn man das eine übertreibt oder das andere, dann schüttet man, wie man so sagt, das Kind mit dem Bade aus. Und in dieser Dialektik und dieser Ambiguität müssen wir uns irgendwie aufhalten, leben und irgendwie froh und glücklich werden. So ist es. Günther, ich danke dir vielmals für diese Beschreibungen, dass du uns mitgenommen hast auf deiner Gedankenreise, dass du uns ein Stück von deiner Arbeit und deinem Leben verraten hast. Vielleicht noch einen ganz kleinen Bezug zu deinen Themen der Neurowissenschaft, der Neurobiologie, der funktionellen Neuroanatomie. Ja. Ich habe kurz in einem Nebensatz erwähnt, dass die Begeisterung für die Neurophysiologie und Biologie nicht so sehr aus meinem Studium kommt, sondern eben auch da aus der Synergetik und aus der Wissenschaft komplexer Systeme. Und natürlich ist das Hirn ein Paradebeispiel für ein komplexes System. Und dass es in diesem Paradigma auch als Selbstorganisationssystem einzuordnen ist, mit allen Themen der Konnektivität, der systemischen Wechselwirkungen, der nichtlinearen Dynamik, das hat mich sehr fasziniert. Und dann habe ich Ende der 90er Jahre nochmal neu gestartet mit dem Studium der Neurowissenschaften. Also ich habe praktisch von der Pike ab das nochmal neu gelernt. Und war dann total fasziniert. Aber eigentlich fasziniert, weil das Gehirn so ein schönes Beispiel für eine Selbstorganisation ist. Wenn das Gehirn das nicht wäre, wenn das Gehirn ein Schwamm wäre, dann würde mich das Gehirn ehrlich gesagt auch nicht so faszinieren. Aber als solches Beispiel, und da haben sich dann ja auch unsere Wege begegnet, auch in dieser Thematik, da haben wir viel geforscht und empirisch studiert und so, ist das natürlich auch ein wunderbares paradigmatisches Anwendungsfeld für Complexity Science. Absolut, absolut. Und ich sage,
Wenn ich mich in meinen Seminaren vorstelle, sage ich immer, wenn man sich damit beschäftigt, wissenschaftlich, dann lernt man als erstes, als Forscher, in Würde zu scheitern. Wenn man jeden Tag aufs Neue sieht, oh mein Gott, wie viel habe ich noch nicht verstanden. Ja, das ist natürlich so. Und wir gehen halt unseren Lebensweg auch als Forscher und Wissenschaftler ein paar Schritte oder wie man andere sagen, auf den Schultern von anderen Großen, also Haken und viele andere, ein paar Schritte. Und andere werden dann ein paar Schritte weitergehen und der Weg ist im Grunde unendlich. Ja. Günther, noch einmal von ganzem Herzen danke. Es war mir eine unendlich große Freude und es ist mir wirklich ein Anliegen, dass ich in diesem Kanal und auf diesem Wege auch meinen Doktorvater vorstellen durfte. Es war mir eine Freude und ich danke dir von Herzen, dass du Gast bei mir warst. Und ich freue mich jetzt schon auf unseren nächsten, hoffentlich dann bald auch wieder persönlichen Austausch. Ja, danke das dir. Hoffe ich auch sehr. Herzlichen Dank, Damir, für die Einladung. War mir eine Freude und ein Spaß, mit dir zu reden. Das war wirklich ein wunderschöner dialogischer Austausch, so wie man es sich wünscht. Danke. Wunderbar. Ich danke dir von Herzen. Dankeschön. Danke. Tschüss.